Hi, in diesem kleinen Take zeige ich euch, wie man mit einem Muttervolk eine Königin austauscht. In dem Fall habe ich jetzt hier eine richtig gute Karnika Hybridkönigin von dem Jahr 2020. Wir können bereits erkennen, dass die Bienen diese Königin abstoßen wollen an den angenagten Flügeln. Das sind so die ersten Anzeichen, wo man als Imker auch sehen kann, dass die eigenen Bienen tatsächlich ihre eigene Königin angreifen und die einfach anfressen. Wenn ihr so einen Prozess beobachtet, das dauert nicht mehr lang und die Bienen werden ihre Königin den Kopf abreißen und dann eine Nachschaffungskönigin großziehen. Und das passiert im Regelfall bei den Bienenvölkern im Spätjahr. Und das bedeutet ja mitunter für die Bienchen, dass dann eben nicht mehr genügend Drohnen in der Luft sind. Das ist übrigens sehr interessant, warum die Bienen das immer im Spätjahr machen. Ich kenne die Antwort nicht, ich kann nur vermuten und ich denke, die Vermutung liegt eher in der Gesamtbetrachtung von Ökosystemen, weil wenn ein Bienenvolk im Spätjahr gerade in Europa eine Königin austauscht, wo keine Männchen mehr da sind, dann ist das ja das Todesurteil fürs Bienenvolk. Und wenn man jetzt nur die Sicht auf die Bienen hat, dann muss man eigentlich sagen, das macht keinen Sinn, das ist ja Selbstmord. Aber im Gesamtkomplexsystem, ne, wenn man sich das von der Vogelperspektive anguckt und einfach das Ökosystem im Gesamten nimmt, dann muss man ja eigentlich mal den Punkt anerkennen, dass ein abgestorbenes Bienenvolk oder ein Bienenvolk im Sterbeprozess die Grundnahrung für x viele andere Tiere wiederum bedeutet. Von daher, vielleicht macht es die Biene einfach deswegen, um dem Ökosystem im Gesamtbild Nahrung zu verschaffen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne eure Meinungen und Vermutungen zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Wird bestimmt spannend. Zurück zum Thema. Hier ist meine Altkönigin und wir haben hier eine 2021er Karnika Hybrid Weiß 10 drin. Und ich muss halt langsam sagen, so, das reicht mir jetzt mit der Königin. Ich habe es lang genug versucht. Das Bienenvolk hat sich immer mal wieder hochgerappelt, aber so wirklich zufrieden bin ich mit denen nicht. Sie machen nicht so viel Honig wie andere Völker. Sie sind nicht so bauwillig. Und ihr habt es ja vielleicht in den anderen Videos zuvor gesehen, die waren immer in der Aue Süd durch sich drin. Dass wenn man mal hier das Homehive-System als Einraumbeute mit dem da hinten vergleicht, dann muss man halt irgendwie sagen, ja, irgendwie da hinten sind sie jetzt schon komplett ausgebaut und dieses Bienenvolk dümpelt immer noch hier auf, ja, also ab hier gehen die Waben los, ne? Also ungefähr so zwei Drittel ausgebaut, aber nicht alles. Und wenn ich mir jetzt die Vorgeschichte anschaue von dieser Königin, hier kam sie rein, sie hat im Propolis relativ viele Minuspunkte gehabt. Und hier im Frühling, also besonders gut sieht die ganze Statistik hier nicht aus. Und deswegen machen wir jetzt hier einen Schnitt und sagen, Königin muss gehen und wird mit der 2020er Königin ersetzt. Tun wir gleich mal ins Volk rein und geben ihr ein bisschen Honig. Jetzt wird es natürlich lustig, weil man könnte sich jetzt fragen, warum setze ich eine Altkönigin in ein Bienenvolk rein, wo eine jüngere Königin hat, nämlich die 2021er. Der Hintergrund ist einfach der, ich sehe schon den Sterbeprozess von dieser Königin und mir ist aber wichtig, dass ich von dieser Königin nochmal nachschaffen kann. Das bedeutet, diese Königin, wo ich jetzt hier einweise, die bleibt nur für ein bis zwei Wochen im Bienenvolk drin. Die soll mir da ein schönes Brutnest nochmal anlegen. So, und wenn ich dann dieses Brutnest habe, mit den Larven und Eiern und allem drum und dran, dann ist leider auch die Zeit für diese Königin gekommen. Entweder die Bienen haben bereits den Job getan, das ist mir natürlich immer am liebsten, wenn die Bienen bereits ihre Königin selbst getötet haben. Und wenn die es nicht schaffen in der Zeitspanne, dann muss ich halt mit dem Daumen nachhelfen. Genau das, was jetzt auch mit der Altkönigin von diesem Volk hier passiert. Hier können wir auf jeden Fall schon mal reinschreiben, 2020, das ist ein Karnika-Hybrid. Es ist die Weiße 66. Die Mutterkönigin habe ich im Handy fotografiert. Von der, also sprich die Tochter, ist ja die hier. Und die Mutter schreibt man nachher hier noch in die Leiste rein. Das ist auf meinem Handy. Die Anpaarung war bivital, das war eine Schwarmzelle. Und hier machen wir den Cut runter als Sicht, dass wir dann hier den Königinwechsel hatten. Und jetzt geht es natürlich darum, weil wir können ja so die Königin nicht einweißeln. Wir müssen jetzt die Königin, die hier drin ist, erstmal aus dem System rausnehmen. Und genau, ich habe hier so eine spezielle Technik, wie man auch Königin relativ fix findet. Und zwar der Honigraum da hinten.
äußerst unwahrscheinlich, dass die Königin hier langläuft. Deswegen, auch hier ist unwahrscheinlich, dass die Königin sitzt. Hier ist es auch unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und dann blättern wir halt einfach mal das Volk hier gemütlich durch und gucken mal, wo sitzt denn die Gute oder die Schlechte in dem Fall. Die Drohnenbrut hier hätte ich übrigens gerne rausgenommen, aber das Problem war, da hätte ich so viel Honig schneiden müssen, deswegen habe ich die dann einfach schlüpfen lassen. Wenn ich eine Königin suche, dann schaue ich nie auf die Größe von dem Tier, weil die Länge einer Königin ist immer variabel. Die Konstante ist aber immer die langen Hinterbeine. Das heißt, ich beobachte mit, ja, sage ich mal, nicht fokussiertem Blick, ein leerer Blick auf die Wabe, fokussiere ich ein einziges Tier mit langen Hinterbeinen. Und was, wenn man geübt ist, auch gut erkennbar ist, ist einfach die Bewegung der Bienen um ihre Königin außenrum. Ganz oft ist es so, dass ich, bevor ich in meinem Auge die Königin entdecke, erst sozusagen das wahrnehme, wie die Bienen, hier kann man es schön sehen, ne, wie die Bienen diesen Ring um die Königin machen. Ne, und immer, sag ich mal, mit dem Kopf teilweise Richtung Königin gucken. Auch hier habt ihr es gesehen, diese Bewegung von dieser Biene, wie sie umschwenkt. Ich halte hier auch nochmal, ne, seht ihr das? Auch hier wieder. Also ganz oft ist es so, dass meine Bienen mir automatisch verraten, wo ich wirklich hingucken muss. Und dann fokussiert sich mein Blick und dann, aha, da haben wir die Gute. Oder die Schlechte, je nachdem, wie man es nimmt heute. So, und wie immer, auch eine Königin, die ich abtöten tue, werde ich nicht von der Wabe einfach so runterreißen, sondern es wird human die Königin vorsichtig in die Finger reinlaufen gelassen. Oh, heute merkt man wieder an der Wetterlage, dass die Bienen total, ja, wetterfühlige Tierchen sind. Jetzt haben wir hier unsere Königin. Die setzen wir schön zwischen zwei Brutwaben rein. Das wäre hier. Das ist übrigens ein Iltis-Käfig. Ich habe da verschiedene Versionen. Den habe ich mir jetzt neuerdings gekauft, weil ich mal wieder in einem Imkerladen tatsächlich eine gescheite Iltis-Qualität gefunden habe. Wir lassen immer ein bisschen Platz, weil wichtig ist, dass die Bienen auch einen Zugriff haben auf ihre Königin. Also wenn ich es jetzt zusammenschiebe, wäre nicht so toll. Es ist schon gut, wenn man da einfach ein paar Bienchen laufen hat an der Seite. Und vor allen Dingen soll sich auch der Pheromonduft da schön verbreiten. Ich habe die Königin jetzt ganz bestimmt nicht mit Zuckerteig zugemacht, weil mir persönlich ist es immer lieber. Ich weiß, normalerweise macht ein Berufsimker da jetzt einfach Zuckerteig rein, weil die Zeit dann fehlt. Bei mir ist ja mein Betrieb durch die regenerative Bienenhaltung ein Ticken anders da strukturiert. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach morgen, übermorgen ganz gemütlich zu dem Volk hingehen und nochmal manuell schauen, ob die Bienen auch wirklich diese Königin annehmen wollen, ob die annehmbar ist sozusagen. Und wenn die Bienen mir das Zeichen geben, sie möchten ihre Königin, dann lassen wir die frei. Wie ich es ja vorhin schon sagte, ich lasse die 1 bis 2 Wochen Eier legen und dann wird diese Königin genauso abgetötet wie diese hier. Das ist jetzt natürlich eine harte Nummer und ja, kritisiert mich gern, aber das ist halt tatsächlich, es gehört zur Imkerei dazu, dieses Thema Selektion. Ne? Und wenn man halt die Selektion wirklich strikt durchdenkt, dann ist man irgendwann an dem Punkt, so wie ich jetzt, wo man eine Königin in der Hand hält, die einfach, ja, beerdigt werden sollte. Wenn ihr eine Königin abtötet, macht es bitte kurz und schmerzlos. Ihr nehmt die zwischen Zeigefinger und Daumen und dann wird mit einer Sekunde zack und zugedrückt. Die Königin hat hierbei eigentlich keine Schmerzen. Das geht so schnell, da ist sofort vorbei. Und ich verbuddel dieses Tier auch nicht, weil ich möchte, dass die jetzt von einem Vogel gefressen wird. Dann ist das Leben hier auch nicht umsonst gewesen. Und wenn es der Vogel nicht frisst, dann holt es sich eine Ameise oder irgendein anderes Tierchen. Und den Punkt, den stecke ich immer in meine Tasche, weil ich möchte ja nicht, dass sich der Vogel oder das Tierchen, wo die Königin frisst, dann an dem Punkt vergiftet. So, das war's. Und der ganze Hintergrund war jetzt lediglich, dass ich hier eine Rotzgenetik drin hatte,
die zu viele Minuspunkte sich eingesammelt hat und ich die ersetzt habe mit einer richtig tollen Königin, die zu alt ist. Und bevor jetzt die, also wir haben jetzt hier 8. Juni, ich habe noch bis zur Sommersonnenwende Zeit mit jungen neuen Königinnen und dann wird es langsam knapp, weil die Völker fangen schon so langsam an, ihre Männchen abzustoßen. Und bevor dieser Abstoßprozess der Männchen durchgegangen ist, muss ich halt nochmal eine, ja, sag ich mal, eine ganze Linie von neuen Königen nochmal ins Leben rufen. Und die werden dann nochmal von den letzten Männchen in diesem Jahr begattet. Ja, und so habe ich dann halt eben die weiße Nummer 66 Kanecker Hybrid als Tochter dann später hier drin. Das heißt, dieses Bienenvolk wird sogar mit einer jungen, neuen 2022er Königin in Winter kommen. Und das ist eigentlich immer gut. Jungkönigin für den Winter, das macht Sinn. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.